Hallo Kinder, herzlich willkommen zu unserem Online-Kigo. Ich freue mich mega, dass wir heute wieder gemeinsam mit Gott Zeit verbringen können. Und ich freue mich schon total auf den Online-Kigo, weil wir ein super Thema heute haben. Und ich freue mich auch mega, euch nach dem Online-Kigo in den Zoom-Kleingruppen zu sehen. Da mal wieder uns etwas Cooles zum Basteln überlegt und auch richtig tolle Spiele. Ja, also sei auch nach dem Online-Kigo in den Kinder-Zoom-Kleingruppen dabei. Aber jetzt starten wir erstmal so richtig durch mit dem Online-Kigo. Lasst uns zusammen beten und Jesus willkommen heißen. Jesus, danke, dass du bei uns bist. Bitte begegne uns im Online-Kindergottesdienst. Amen. Und ihr zu Hause dürft jetzt alle aufstehen, Platz um euch herum machen und dann werden wir jetzt zusammen für Jesus ein Lied singen und für ihn tanzen. Viel Spaß! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Yeah.
ist so langweilig. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh, ich habe ein Video von Selina gekriegt. Das war ja ein total lustiges Video. Oh, sie ruft gerade an. Hallo Selina. Hallo Lucia. Hast du das Video schon angeguckt? Ja, das war total lustig. Am witzigsten fand ich aber die Katze, die gegen den Tisch gerannt ist. Ja, das war wirklich lustig. Aber noch witziger fand ich den Hund im Schnee. Das Video kam gerade im richtigen Moment. Mir war so langweilig. Ihr Kids, ihr fehlt uns einfach hier in der Gemeinde. Ich find's auch voll schade. Aber es ist gut, dass wir den Online-Kigo machen können. Ja, das stimmt. Wir haben so viel über Jesus und seine Freunde erfahren. Aber was passierte denn eigentlich zuletzt? Jesus war doch mit seinen Jüngern unterwegs. Ach ja. Komm, lass uns dazu ein Video anschauen. Jesus sagt, dass Gottes Reich genau für diese Menschen eine gute Nachricht ist. Im Anschluss erzählt Lukas einige Geschichten, die zeigen, wie die gute Nachricht von Jesus für die Armen aussieht. Jesus heilt eine kranke, bettlägerige Frau, einen Mann mit einer Hautkrankheit und einen Gelähmten. Dann lesen wir, wie Jesus den Zolleinnehmer Levi in seine Gemeinschaft aufnimmt, der zwar nicht finanziell arm, aber trotzdem ein gesellschaftlicher Außenseiter ist. Lukas zeigt uns, wie das Königreich von Jesus Menschen erneuert und eine Wende in ihrem Leben bewirkt. Er erweitert den Kreis der Leute, die eingeladen werden, damit sie die heilende Kraft von Gottes Königreich entdecken. Die Mission von Jesus ist so attraktiv, dass ihm viele Menschen nachfolgen. Aber Jesus provoziert noch mehr. Er gründet mit seinen Nachfolgern ein neues Israel, indem er 12 Jünger als Leiter einsetzt, entsprechend den 12 Stämmen Israels. In einer öffentlichen Erklärung lehrt Jesus, dass sein Reich ein andersartiges Reich ist. Gottes Liebe für die Außenseiter und die Armen zeigt sich darin, dass sein Königreich alle unsere Wertesysteme auf den Kopf stellt. Er ist gekommen, um ein neues, andersartiges Volk Gottes zu formen. Er sucht Menschen, die seiner Einladung folgen und völlig großzügig leben, indem sie den Armen helfen, in leitender Verantwortung dienen, Frieden stiften und Vergebung üben. Es sind Menschen mit tiefem Glauben, die allerdings religiöse Heuchelei ablehnen. Jesus und seine Jünger haben echt total viel erlebt. Die Jünger waren immer dabei, wenn Jesus Menschen geheilt oder Wunder getan hat. Echt unglaublich, dass sie da dabei sein konnten. Und all das, was Jesus tat, taten die Jünger auch. Jesus betete zum Beispiel sehr viel. Er nahm sich immer wieder Zeit, um mit Gott zu reden. Und gerade dann, wenn viele Menschen um ihn herum waren, nahm er sich Zeit. Die Jünger taten das ganz sicher auch. Mann, ich wäre wirklich gerne in der Zeit dabei gewesen und hätte gesehen, wie vielen Menschen Jesus geholfen hat. Das stimmt. Wir können Gott aber auch erleben, wenn wir beten zum Beispiel. Ich habe mal was richtig Tolles erlebt. Einmal nach dem Kindergottesdienst, da war das noch möglich, waren wir draußen und haben Verstecke gespielt. Als ich dann zu meinem Versteck ran wollte, bin ich gestolpert und mein Bein ist umgeknickt. Und das haben sofort alle bemerkt, weil wir waren nicht weit vom Zähler entfernt. Und dann sind alle sofort zu mir hingerannt und haben gefragt, Selina, ist alles okay? Aber mein Bein tat richtig weh und dann haben wir uns alle in einen Kreis gesetzt und haben für mein Bein gebetet. Und einige Zeit später konnte jeder mitspielen.
Oh wow, Selina, das hört sich so cool an, was du erlebt hast, und das ist richtig ermutigend. Es ist richtig schön, dass wir beten können, aber manchmal fühle ich mich richtig weit weg von Gott. Gerade dann, wenn ich Angst habe oder es mir mal nicht so gut geht. Wie können wir denn dann beten? Ich glaube, dazu hören wir gleich mehr im Online-Kigo. Gott liebt es sehr, von uns zu hören. Er ist sehr, sehr daran interessiert, wie es dir, mir geht und was uns beschäftigt. Und Gott wartet darauf, dass wir mit ihm sprechen. So machen wir hier das Beispiel, diese Vase. Und mit dem klaren Wasser repräsentiert Gott. Gott ist klar, rein und er wartet auf unser Gebet, auf dein Gebet. Manchmal geht es drunter und drüber in unserem Leben. Viele Dinge beschäftigen uns und kommen so weit, dass wir nur Ängste und Sorgen haben. Und wir denken, Gott sei weit weg, ganz weg. Und wir fühlen uns so, als würden wir, sind wir von Gott komplett getrennt. Und das möchten wir mit diesem Schaum hier darstellen. So, okay. So wie der Schaum hier übers Wasser, so denken wir, dass wir den Zugang oder von Gott getrennt sind. Aber wenn wir beten, passiert dann Folgendes. Angenommen, du hast Mathearbeiten, du betest zu Gott, Herr, bitte hilf mir, damit es gut klappt. Also, da. Gebet für Mathe. Okay. Oder du betest für einen Freund, der gerade krank ist im Krankenhaus und du betest zu Gott, Gott, bitte Herr, mach ihn wieder gesund und du betest für deinen Freund. Da hast du gebetet. Oder deine Mama, Papa ist unterwegs, geschäftlich und du betest, Gott, bitte lass ihn wieder zurück nach Hause, gesund nach Hause kommen und du betest für deine Eltern. So. Sehen wir? So wie du sehen kannst, die ganzen Gebete sind über Schaum ins Wasser gekommen. Das heißt, deine Gebete kommen bei Gott an. Diese ganzen Ängste und Sorgen sind nicht in der Lage, deine Gebete zu stoppen oder zu blockieren. Gott hört deine Gebete. Halleluja. Nun wissen wir, dass Gott unsere Gebete erhört. Gott sagt selber in der Bibel, Psalm 50, 5, ruf mich in der Not, ich werde dich retten und du sollst mich preisen. So Gott sagt, ruf mich an, ruf mich in der Not, wenn du Probleme hast, ruf mich an. Das sagt Gott. Okay, nun ist die Frage, wie beten wir? Wie können wir beten? Und wir möchten ein Beispiel mit 5 Punkten mit der Hilfe von der Hand euch einfach zeigen. So, Daumen, loben. Loben, da komme ich zu Gott und ich singe für Gott. Ich danke Gott. Ja, für das, was er für mich getan hat oder für wen er ist. Also ich singe, ich tanze, ich hüpfe, ich bringe Gott meine Dankbarkeit. So loben. Punkt Nummer 2, Zeigefinger. Es gibt manchmal Dinge in unserem Leben, die Gott nicht so mag. Ja, da habe ich schlechte Worte oder jemanden gesagt, Dinge, die Gott nicht so mag. Da im Gebet kann ich die Gott bringen und Gott um Vergebung bitten. Das war Zeigefinger. Und dann kommt Mittelfinger. Der steht für Gebet für mich. Ich darf für mich beten.
Was beschäftigt mich? Was beschäftigt dich? Wir dürfen das im Gebet vor Gott bringen. Und ja, Gott wird uns da helfen. Und dann kommt Ringfinger, vierter Finger. Und da geht es um das Gebet für andere. Du hast ja Freunde in der Familie, zur Schule, in der Schule, wo auch immer. Du betest für deine Freunde, dass Gott ihnen hilft. Genau. Und dann kommt der fünfte Punkt, der kleine Finger, das steht für Hören. Im Gebet reden wir ja zu Gott. Gott redet zu uns. Gott will auch dir und mir was sagen. So nehme ich mir die Zeit, werde ruhig vor Gott. Und Gott redet zu mir. Vielleicht kommen dir Gedanken oder du fühlst irgendwas in deinem Herzen. Oder auf einmal zeigt Gott dir eine Stelle in der Bibel, die du lesen sollst. Gott spricht zu dir durch die Bibel. So hören ist auch der letzte Punkt. Ja, Gott liebt es, deine Stimme zu hören. Gott ist es wichtig zu wissen, wie es dir geht. Lass uns beten im Vertrauen und Glauben, dass Gott unsere Gebete hört. Du bist gesegnet. Tschüss! Es ist so gut zu wissen, dass Gott immer ganz nah bei uns ist. Manchmal machen wir uns Sorgen oder wir haben Ängste und wir haben das Gefühl, dass uns unsere Sorgen und Ängste von Gott trennen. Vielleicht fühlen wir uns in solchen Momenten weit weg von Gott. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott immer ganz nah bei uns ist und dass auch wenn wir uns weit weg fühlen, dass er trotzdem unsere Gebete hört. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dir heute noch Zeit zu nehmen, du alleine mit Gott, und dass du Gott erzählst, wofür du ihm dankbar bist, dass du ihm aber auch erzählst, wie es dir wirklich geht. Und du kannst ihn auch um Hilfe bitten, für dich oder auch für andere. Und wir werden jetzt gemeinsam beten und wir werden Gott bitten, dass er uns dabei hilft, im Alltag daran zu denken, dass wir immer wieder mit ihm reden können und dass er für uns da sein möchte. Und wenn du willst, dann darfst du jetzt deine Augen zumachen, um dich besser auf Gott zu konzentrieren. Und dann werde ich dir ein Gebet vorsprechen und du darfst es nachbeten. Jesus, danke, dass du immer bei mir bist. Bitte hilf mir bei den Dingen, bei denen ich deine Hilfe brauche. Und bitte erinnere mich auch im Alltag daran, dass ich immer mit dir sprechen kann. Amen. Jetzt geht's gleich weiter mit unseren Zoom-Kleingruppen. Auch heute stehen dir wieder zwei verschiedene Gruppen zur Auswahl. Die Spielegruppe und die Kreativgruppe. Und wenn du heute bei der Kreativgruppe dabei sein möchtest, dann brauchst du folgende Sachen. 1 bis 2 Pinsel. Einen Becher, den du mit Wasser befüllen kannst. Einen Zeichenblock. Wenn du keinen Zeichenblock hast, dann nimm doch einfach weißes Papier oder ein buntes Papier mit einer Unterlage. Und natürlich Wasserfarben. Die Links, um in die Zoom-Kleingruppen reinzukommen, findest du unter dem Video in der Beschreibung. Ich freue mich auf dich. Gleich geht's weiter mit unseren Zoom-Kleingruppen. Wenn du nicht dabei sein kannst, dann kannst du die Fragen auch gerne mit deinen Eltern oder mit deinen Geschwistern besprechen. Erstens, lies Psalm 50, Vers 15 in deiner Bibel. Zweitens, macht dir gerade etwas Angst oder Sorgen? Was können wir mit Ängsten und Sorgen tun? Drittens, welche 5 Arten des Gebets haben wir heute kennengelernt?